Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder. So, nun habe ich schon mal einen Teil grau gestrichen. Aber ich werde das nicht bis dahin grau streichen. Das soll ja ein bisschen noch hier Schotter werden und ein bisschen Grünfläche. Also, da soll ja nicht alles Parkplätze werden hier. Nur so ein paar kleine Parkbuchten. Oder vielleicht auch, dass auch mal ein LKW stehen kann. Wie auch immer. So, das habe ich meistens, habe ich dann alles schon, das schon mal, die Seite schon mal alles grau gestrichen. Bis dahin ungefähr, das soll ja noch alles weitergehen da. So. Ja, ich bin am überlegen, ob ich die Oberleitungspfosten hier jetzt hier mal befestige. Mit einer Schraube. Das können wir ja auch schon mal machen. Dann sind die schon mal wenigstens fest. Jo, Wagen von Ordnung. Eisenbahnromantik-Team steht zurzeit auf dem Bahnsteig. Ja, so, mal gucken, was wir noch so machen gleich. Erstmal Schrauben finden, ob wir irgendwo Schrauben haben. Ich will keine Schlitzschrauben nehmen. Wenn ich Kreuzschrauben finde, hier klein, reicht mir das. Ja, mal schauen, ob wir gleich welche finden. Ich habe mein Rheingold erstmal auf der anderen Seite da hingestellt, weil ich hier am Rumwägeln und Arbeiten bin. Ja, stört er ein bisschen. Tja, so ist das immer alles. Ja, was habe ich noch gemacht und vor und noch geplant? Also wie gesagt, ich habe das jetzt erstmal grau gestrichen hier. Ist auch noch nicht alles ganz fertig. Muss auch erstmal trocknen. Das dauert erstmal bis morgen früh, bis das trocken ist. Das ist so eine, das war diese Pfanner Straßenfarbe, aber das dauert. Das ist nicht einfach so. Ja. Noch einiges, wieso ist noch einiges geplant und ich habe vor. Ich bin noch lange nicht fertig. Die Seite muss ja auch noch grau gemacht werden, aber kann ich nicht streichen. Ist noch feucht. Wenn ich das jetzt streiche, ihr wisst ja, dann rubbelt die Farbe wieder so, weil das eine Gummifarbe ist, rubbelt die wieder auf. So. Oder hält zumindest nicht richtig auf dem Asphalt, auf der Straße. Ne? Ja. Ja, die Autos, die will ich, klebe ich glaube ich auch nochmal fest. Mache ich jetzt glaube ich gleich noch mal, auch nicht, kann man ja machen mit ein bisschen Leim, so dass man die jederzeit wieder abkriegen kann. Ich will die ja nicht, vielleicht will man doch noch was anderes darauf setzen auf den Anhänger und dann hat man die nachher fester und dann kriegt man die nie wieder ab. Ja gut, das wollte ich euch gezeigt haben und dann wie gesagt, kommt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Schotter hin. Bisschen einen Grünstreifen hier. Und dann sollen da so ein bisschen Parkbuchten werden. Also nichts Tolles. Die Straße ist hier so schmal. Ja, soll ja keine riesen Hauptstraße werden. Großartig. Oder Zufahrtsstraße. Das ist nachher bei der letzten Platte. Hier, denn hier ist ein Kreisverkehr und dass das hier rüber geht zu der Straße. So, die auf der Seite ist. Ja, so ist das geplant. Aber es macht sich. Stück für Stück sieht das doch schon mal ganz anständig aus. Dass man eben nicht alles von heute auf morgen hinkriegt, das ist klar. So, gut, okay. Dann bis zum nächsten Video, sage ich mal.